Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich bin ein bisschen betrunken. Ich habe ein bisschen viel Schnaps getrunken. Oh, ich habe schon wieder Dynamit in die Hand genommen. So voll bin ich. Okay, Spaß beiseite. Willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge von Far Cry 5 mit dem lieben Benno. Moin, moin. Wir sind hier mittlerweile in der sechsten, siebten, keine Ahnung, Folge angelangt, haben in der letzten Folge hier diesen Außenposten eingenommen, haben jetzt schon ein bisschen in Fates Region ein bisschen erkundet. Die Folge heute werden wir mal gucken, dass wir ein paar Schreine erledigen, ein paar Außenposten erledigen und auf jeden Fall diese Nebenmission machen, die wir in der letzten Folge machen wollten. Und ja, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach an mit der Nebenmission und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Jo, dann Yep. einmal reden. Gefallen. Es sieht aus, als hätten die Peggy seinen Haufen Angels in den Keller gesperrt. Ich weiß nicht, wie viele sie da unten haben, aber ich gehe nicht in ihre Nähe. Ich habe schon zu viele Angels gesehen, die mal meine Freunde waren. Hör zu, wir müssen das ganze Gebiet sichern. Und das schließt auch den Keller ein. Du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du dich drum kümmerst. Okay, Okay. dann, here we go. Oh, okay, es ist ja nicht weit, das ist ja gut. Was ist ja sogar in dem Keller hier? Ja. Oh, wir konnten uns sogar aufschließen. Okay, Waffe in die Ehre. Hand nehmen. Junge. Ach so, war das ja deine Aufnahme, dann geht die mal ein bisschen vor, dann hat man kurz Action. Alter, da kommen viel zu viele. Geh weg, geh weg. Geh weg. Ja, ich bin auch schon. Ich plündere die ganze Zeit. Lol, das war's schon? Wow. Okay. Dann plündern wir mal schnell. Ja, ich Würde hab ich einfach nur mit sagen. dem MG ein bisschen reingehalten, Alter. Da kam mir halt gerade einfach viel zu viele sehr lang. Junge. Och, geh weg. Och, Peaches. Du stehst im Weg. Was haben die Peaches! Jäger gemacht, Mann? Den. Ey, Ne, hab ich gar kannst du nicht. Peaches mal bitte wegschicken? Okay, ja, egal. Ich hab mich Hab sie durchgekämpft. weggeschickt. Ja, ich hab mich durchgekämpft. Junge, guck mal, die Pflanzen werden hier Das Lied getrocknet. gefällt mir. Hörst du ja auch Ah, diese Stimme? die machen hier. Ja, das sind die oben wahrscheinlich. Was soll Das gefällt mir! Wow, Alter. Okay, Kühlschrank. ich gehe wieder nach oben, ne? Hier ist Muni. Plündern. Voll. Ach so, ich nehme immer Dynamit in die Hand. Probier's aus. Ich wollte mal Mit dem Ding hier, kann kannst ich du hier deine was eigene Nase herstellen? herstellen. Ah, Ich gehe hier. mal wieder zu dieser Dame zurück, ne? Ich könnte das Spiel den ganzen Tag Guck mal, spielen. bekommen wir jetzt noch was? Ah ne, ist schon die Spawn, perfekt. Ne, da nicht. Ne, okay, können auch nichts damit da machen. So. Boah, Junge, diese Droge, Junge. Wenn du da durchläufst, bist du immer Ist high. so. Instant. Ich bin froh, wenn wir irgendwann aus diesem Gebiet raus sind, ey. Scheiß Drogen. Ach, Ja, Mann. Peaches! Ich war in den letzten Folgen auch schon kurz am Überlegen, ob wir einfach hier aufhören und in der anderen Region bei Jacobs zum Beispiel weitermachen. Aber ich würde sagen, wir ziehen hier die Region durch, ne? Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber ich finde es echt ein richtig Baba-Spiel. Also ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ich finde es echt Baba. Ich glaube, das macht einfach Also ultra Spaß. abgeschlossene Aufträge 14 von 43, uff. Wir haben S3 von 8 Außenposten befreit. Eigentümer 6 ja auch S3 von 16. Rekrutierte Spezialisten 2 von 3 auch erst. Okay, dann. Ich bin schon wieder im Auto. Ich markiere mir einmal den Schrein, weil da wollen wir jetzt als nächstes hin. Wir wollen den Schrein jetzt kaputt Genau, machen. Shiny mal kaputt machen. Hier ist aber auch ein Prepper versteckt, das könnten wir eigentlich auch noch schnell machen. Da sind wir gerade in Das der habe ich doch Nähe. eben schon gesagt. Das hatte ich eben schon gesagt. Aber können wir uns auch kurz hin, ja. Dann lass da kurz hin. Miep. Ja, da lag einfach eine Leiche. Haben wir zum Prepper versteckt? Ja, Ja, Prepper. fahren wir. Okay, Die nächste perfekt. links. Ja, ich habe Auto an. Also dieses Auto war automatische Fahren und so.
Junge. Oh, der ist doch ein MG. Oh. Machen wir den Ballert. Flugzeug! Was? Wo? Fahrzeug halt! Ich bin tot. Fahrzeug, das war ein bisschen dumm mit dem halt. Das war meine Schuld. Wir hätten weiterfahren sollen. Ja, alles gut. Ich konnte halt nicht, das scheiß Flugzeug halt nicht treffen und es hätte uns irgendwann bombardiert. Ja. Ich frag mich aber gerade, was ist das für eine Droge? Was für eine Droge kann dich so krass hypnotisieren? Hypnotisieren oder was auch immer, dass du so, weiß nicht, dass du so denkst oder whatever. Ja, also in echt ist es ja erst recht gar nicht möglich, ne? Nachdenken. Die Quote der bist du im Auto drin? Ja. Ich bin zu sehr... Wow, es steht bei mir erst, dass du denkst hier, dass du das Spiel beigetreten hast. Wow. Warte mal, ich hätte irgendwas zum Angucken, ne? Wo? Ja, das ist wahrscheinlich nur Bungee-Jumping oder so. Ein Boot, ja. Anleger. Neuer Parkplatz entdeckt. Ein Parkplatz entdeckt vor allen Dingen. So. Gegner oder? Ist hier wieder so eine Geisel, die wir befreien müssen? Nee, ne? Oder? Doch. Heli da. Den... Was für ein Heli? Ich geh mal kurz raus, Peaches ist glaube ich Ende. Oh fuck, fuck, fuck. Digga. Mann, ich musste unser Mate killen, der hat gleich Rufende abgeschossen. Digga, ich werd sterben, wenn wir das Fahrzeug anhalten. Warte, ich komm. Ah, ich bugge. Ja, hat sich erledigt. So, ich zieh durch. Okay, perfekt. Flugzeug ist abgestürzt. Bison! Perfekt. Das will ich looten. Geld. Wir müssen hier beide. Hab ich. Also manchmal ist Peaches ein bisschen nervig, der läuft genau in meinen Weg rein. Gehäutete Bisons, Herausforderung abgeschlossen. Geil. Perfekt. Ich lass mal ganz kurz, wo müssen wir jetzt mal wegkommen? Ja, so, wir sind ja gleich dran. Rechts vor uns ist auch das Gefängnis, ne? Hier rechts oben gleich. Ja, gut möglich. Ja, irgendwo rechts. Warte! Oh, warte, dreh um. Okay, hat sich erledigt, ich hab ihn, er ist tot. Oh. Ups, ich wollte den Wolf einballern. Aber den kannst du auch halten. Der ist tot, ne? Ja, ich hab ihn abgeknallt. Sonst hätte er dich angegriffen. Ist ja ein Wolf, ne? Ja. Schädigt so, Fleisch, wir wollten schade. Jetzt... Achtung, das ist Gegner. Hier kommen Gegner. Wir kommen auch einfach nicht zu unserem Ziel in der Folge, ne? Ja, Digga, hier passiert doch irgendwie viel zu viel gerade. Hier kommen auch irgendwie dauernd irgendwie Gegner angerannt. Das ist sogar ein Sekten-VIP. Uff, keine Muni mehr. Oh, Junge, Ehre, Mann. Perfekt, wir haben 14 von 14 Geiseln gerettet. Was? 14 von 14? Ja. Nee, haben wir nicht. Du hast 14 von 14. Ich meine, wir beide haben 14 von 14. Geil, wir haben ja im gleichen Progress. Okay, bei mir steht das nicht. Deswegen. Ja, du stand da gerade eben links. 14 von 14 Geiseln befreit. Ach so, ich und deswegen guck die ganze der Karte und guck da, deswegen... was wir geschafft haben. Ach, nein. So. Links. Freundin, Helfer ab. Siehst du da? Jetzt haben wir die Mission auch abgeschlossen. Ah, okay, perfekt. Junge, ich hatte frei, warte. Alter, ich hab doppelten Zaun. Oh mein Gott, was passiert hier? Achso, das ist wegen den Drogen. Warst du auf einmal auch gerade so besoffen und wusstest nicht mehr genau, wo vorne hinten ist? Ach nein! Ich war schon wieder so besoffen gewesen, als wäre ich betrunken. Ach, halt der Maul. Die will uns aber auch unbedingt, ne? Ist so.
Ich will doch unbedingt unser Gürtel, Alter. Und jetzt spawnen wir wieder im Gefängnis, aber das Gefängnis war ja zum Glück nicht weit weg von dem Blubber-Versteck, also von daher easy. Spawnen wir immer im Gefängnis? Ich denke mal, dass die uns da wieder halt rausholen wollen, ne? Dass die uns wieder kommen, ey, das ist fast nicht geschafft, bla bla bla, wie das letzte Mal. Na, das kann sein. Verstehst du denn nicht, was wir hier aufbauen wollen? Chätzchen, lass mich in Ruhe. Oh, jetzt ist sie aber sauer auf uns. Du läufst mal hierhin, mal dorthin. Du fügst denen Gewalt zu, die dir überhaupt nichts tun wollen. Sie sind zufrieden hier. Sie wollen hier sein. Ich weiß, dass du zweifelst. Aber nur so kann diese Geschichte enden. Nichts, was du tust, kann das ändern. Deine Freunde da draußen, sie sind getrieben von Angst. Sie verstehen es nicht. Aber er versteht. Er zeigt es dir. Oh, das ist Rookie. Homie. Ich bin kein Rookie, ich bin Deputy. Komm, alles okay. Du wirst mich zurückbringen. Es ist okay. Sie weiß es. Alle wissen es. Du glaubst, du tust das Richtige. Du glaubst, ich müsste gerettet werden. Aber muss ich nicht. Ich will nicht zurück. Nie wieder. Hast du dir je die Zeit genommen und auf dein Leben zurückgeschaut? Ich meine, was du tatsächlich daraus gemacht hast, weißt du? Man sagte uns, wir könnten alles werden, oder? Ein berühmter Sänger, ein Spitzensportler oder ein Filmstar. Wir könnten alle Erfolg haben, Rookie. Aber nein. Jetzt fängt der auch schon so an, ne? Das nervt mich gerade. Also, Junge, dieses Bliss, Alter, das nervt schon ein bisschen, ne? Leben. Und tu nur das, was andere uns sagen. Tag ein, Tag aus. Zimmer? Jeder denkt, er hätte einen freien Willen. Aber komm schon, wann hast du zum letzten Mal etwas getan, das nicht erwartet wurde? Abverlangt. Nein, Rookie. Wir leben nicht unser Leben. Wir leben ihres. Und wir glauben, wir hätten einen freien Willen. Aber das ist eine Lüge. Eine Illusion. Oh, Mann. Ich bin so fertig damit. Ich will kein Opportunist mehr sein. Ich will nicht mehr nur ein Handlanger sein und ich will nicht länger der Müllschlucker sein. Ich bin es so leid. Weißt du, wenn das echte Leben ist, wo ist da der Sinn? Nur hier habe ich die Chance, das zu sein, was ich niemals für möglich gehalten habe. Zufrieden. Und letzten Endes, Rookie, ist das nicht das Einzige, das wirklich zählt? Zufriedenheit? Scheiße, wenn du überlegst. Der triggert mich langsam ein bisschen, ne, dieses Bliss. Wo fängt unser Homie damit auch an? Fangen wir den Marshall, okay. Fangen wir den Marshall. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Ihr
jetzt kommt's drauf an. Lass den Maus. Guck mal, er läuft sogar wie so ein Zombie, Alter. Komm schon, er darf nicht durch das Tor. Hol dir die! Kannst du aber sprinten, oder? Du läufst aber auch wie ein Zombie, gell? Ja? Komm schon. Nein! Och. Nein, ich lass ihn nicht in Ruhe. Der muss raus. Ich hab ihn. Du kamst, um Antwort zu finden. Möge der Pfad die Wahrheit enthüllen. Fate Seed. Ja, was hast du? Ich hab Takedown gemacht. Ich konnte da Takedown drücken, das hab ich gemacht. Und vielleicht haben wir den Marshall wieder zurück. Vielleicht wird er wieder für unsere Seite kämpfen, für uns einstehen. Für die richtige Seite, für die Gesetze kämpfen. Wollte eigentlich nur... Sorry, dass ich unterbrochen habe. Ja, also wollte er. Aber wir wollten eigentlich nur diese Statue zerstören. Bam, direkt sind wir hier. Wir wollten keine Statue zerstören, wir wollten ins fucking Prepper-Versteck, Alter. Und dann bam, ey. Jetzt sind wir wieder im Knast. Oh, ruhig, ganz ruhig, Berg. Zieh mich an. Ruhig. Die Waffen heute kommt nicht einfach aus dem Bliss und ist clean. Ich kann es. Sheriff. Okay. Bitte. Okay. Ich bin nicht verwirrt. Okay. Hab der Verbleib. Okay, leg dich einfach hin. Ganz ruhig. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Tracy. Fick dich, Tracy. Ich halte das für eine scheiß Idee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Du hast keine Ahnung, was sie mit deinem Gehirn anstellt. Trau ihm nicht. Ich rede mal mit dir. Ja, aber wir haben ihn wieder. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Irgendwie schon, ja. Unwissenheit ist ein Segen. Junge, warum gibt's denn so welche Dinge? So, können wir jetzt... Was? Als ob es funktioniert. Legt es sich jetzt wieder hin? Okay, wollen wir jetzt es nochmal probieren? Zu Preppers Versteck? Ja. Ich hab's geschafft. Wir müssen aber die ganze Zeit durch Gebiet fahren, was wir schon kennen. Wollen wir da eine Schnellreise machen? Oder willst du Mordo hin? Wir können jetzt noch eine Schnellreise hin. Wir waren ja eh schon da. Ja, aber warte ganz kurz. Warte, easy, bevor du irgendwas machst, bitte. Bitte warten. Naja, ich verkaufe auch ganz kurz meinen, wenn du Scheiße nicht hab. Na, dann bitte warten, deswegen. Tracy! Warum bist du so, wie du bist? Bisonhaut brauchen wir nicht mehr, ne? Ja, du kannst alles verkaufen eigentlich, was du hast. Ja, hab ich. Okay. Ich kann noch mit jemandem talken, ne? Mit wem? Mit ihm da hinten oder was? Seite Kings Hot Springs Hotel wird eine super Basis abgeben. Es lässt sich leicht verteidigen und man hat freien Blick in alle Richtungen. Okay, wenn er aufgehört zu reden, mache ich hier eine Schnellreise dahin, ne? King Hot Springs Hotel, Sektenaußenposten, okay, nice. Wollen wir den Außenposten? Nein, lass erstmal das Prepper-Versteck machen. Das Außenposten können wir immer noch machen. Ja, und die Schnellreise ist halt... YOLO! Erstmal Geld holen. Wichtiger als alles andere, Geld. Safe. Geld und Vorteilspunkte. Ja, Mann. Das Wichtigste im Leben ist ja auch irgendwie Gesundheit, aber irgendwie auch Geld. Weil du kannst dir zwar keine richtig hundertprozentige Gesundheit mit Geld kaufen, aber du kannst dich trotzdem, wenn du viel Geld hast, schneller heilen lassen, beziehungsweise besser gesund bleiben oder wie man es auch nennen soll, als arme Leute. Ne? Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreibe. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ich muss ja was lesen, und jetzt?
Achso, ich muss das ja machen. So. Das musst du machen, ja. Ich glaube, wir haben nur ein kleines Problem. Siehst du es? Da hinten. Hä? Da. Ich sehe nichts, ich bin besoffen. Hinten. Das ist ein Helikopter, beziehungsweise ein Flugzeug, ne? Ja. Lass trotzdem hier rein, aber hier sind ein paar... Der ist schon tot. Ey, komm mal rein, Junge. Junge, ich hab grad mit dem Flugzeug zu kämpfen, Junge. Achso, ich dachte, wir gehen einfach rein. Hier, warte, ich komm. Warum denn überhaupt? Ja, weil die Scheiße uns sonst auf die Nerven geht. Ich meine, wir hätten doch da reingehen können, aber Punkte sind Punkte, Junge. Achso, der ist ja ganz schön unsportlich. Ja, dann gehen wir da rein. Wenn er nichts von uns will... Verwalte ich da meine Munition, Alter. Guck mal. Oh, shit. Wenn du hier hingehst und dann die anguckst, dann fängt die an zu lachen, diese... Liz. Ja, diese... Speeder. Kannst... Oh, Junge, warte jetzt kurz. So. Das sollten wir ja kaputt machen können, oder? Nee, können wir nicht. Doch, können wir. Ja, das ist das Flugzeug draußen. Oh ne, da sind gepanzerte Gegner. Wir können übrigens weitergehen, gell? Ich hol mal hier unseren Panther rein. Alter, bin ich erschreckt. Vom Strom verschlossen. Wir müssen irgendwas dagegen machen. Warte. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Och, Junge. Geht's hier noch hin? Warte mal, wie du hier auch durchrushst, Alter. Schimmer mal dein Leben, Junge. Oh, Junge. Wow. Egal, plündern. Boss. Oh, geh weg. Es gibt einen lauten Boom. Ich hab's dir gesagt, geh weg. Junge. Oh, Digga. Folgt mir nicht. Zu spät, ich bin runtergefallen. Alter, was passiert hier? Du siehst halt nichts mehr. Er rennt schon wieder vor. Junge! Schaden bekommen. Ja, das ist auch eine Schlange. Das ist das, was ich meine, Digga. Deswegen guck dich mal lieber um, Alter, bevor du ganz irgendwo hinrushst. Das ist kein fucking Rainbow, Junge. Nee. Kann ich die Schlange häuten oder so? Nee. Nee. Junge, zum Aufhören. Scheiß gruseliges Kinderlachen, Junge. Ach da. Oh mein Gott, Alter, was ist jetzt hier los? Kein. Wir müssen irgendwas gegen den Strom halt finden, das weiß ich. Hier. Was machst du da? Sieht man gar nichts mehr. Unsere Taschenlampen sind auch aus. Perfekt. Und das Ding wird aber weggesaugt. Nice, und hier ist Licht an. Oh, hier ist ein Gegner, Digga. Hä? Kannst du ein bisschen weiterlaufen vielleicht? Okay. Ich konnte da nicht durch. Ist da oben was? Nee. Ich glaube, man hat sich auch hochgesaugt. Ja. Alter, wie sie aufgestanden ist. Hast du es auch gesehen? Junge, er steht wieder auf. Der steht endlich mal auf. Du kannst ihn ganz töten, aber der steht die ganze Zeit wieder auf. Oh, safe.
gehst du hin? Gott sei Dank habe ich das gesehen, Alter. Oh, okay. Ach, du bist hier rechts. Ich bin auch hier rechts. Lol. Hallo. Hallo. Jetzt müssen wir hier rechts rüberspringen. Ach, so war das gedacht. Jetzt kannst du dich hier hochhängen und dann machst du... Zack. So. Zack. 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 Whee! Oh, loslassen mit Kreis. Digga, warum Kreis loslassen? So mega egal. Oh, jetzt singen die hier irgendwas, ne? Oh, shish. Schön. Du zwingst mich dazu, Dinge zu tun, die dir wehtun. Warum mir? Ist unser Panther gut? Ist alles fit bei dir? Dann lass mal rein hier, ne? Dann ich auch mal bitte rein. Der Weg nach ihm ist offen. Boah, die ist Cash, Mash. Guck mal, gönn dir. Mhm. Viel. Plündermünder. Boah, Ego, noch ein K. Hab ich jetzt insgesamt schon. Einer ist injured, ne? Da hinten. 3K. Wo? Da hinten. Aber der ist jetzt tot. Da hinten. Wo ich hinziehe. Da war einer injured gewesen, aber der ist jetzt tot. Oh, hier sind Pfeile. Kann ich nicht aufnehmen. Okay. Dann raus hier. Oh, hier sind noch Gegner. Junge, er war ja instant gone. Gib ihm. Ja, er ist bei mir schon verschwunden, gell? So, wollen wir jetzt eigentlich mal zum. Warte mal. Wollen wir zum Schrein jetzt hoch eigentlich? Das wollten das wir doch auch was. Noch. Warte, hier vor uns ist direkt einer. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch einer. Ey, Versorgungs- ah, das ist so ein Drogenboot. Ja, das ist so ein Drogenboot. Das müssen wir aber lass auch kaputt mal zerstören. Machen. Ich gehe runter, ne? Yep, Gegner sind alle down. Hast du Tench? Hab ich. Wir können es auch klauen, gell? Ich glaube, das geht auch. Aber wir brauchen ein Boot. Ich versuch's mal zu sprengen mit einer Nade. Ja. Perfekt. Das hat gut funktioniert. Okay, erledige Drogenboote und Trucks. Also, egal, sie war wieder. Fahren wir. Hier ist auch ein Truck, ne? Ja, ich wollte sagen, dass ich gerade eben fast gestorben bin. Warum? Wo bist du? Ja, guck doch mal hier. Was passiert hier? Weil hier sind gerade eben so zwei Typen gespawnt und die haben mich fast gekillt. Dieses Bliss ist nicht gut für den Kopf, ey. Nee, Mann, gar nicht. Aber das Gute ist, dass die einfach free Bisonfell kriegen. Das stimmt, aber sonst ist es nicht so gut. So. Hier. Arcade-Post. Ach, warte mal. So, ich markiere mal den Schrein, ne? Oh, warte mal, ich habe hier einen Außenposten. Nee, was ist das? King Springs Hotel. Befreie den Außenposten. Außenposten, doch. Aber lass uns den Schrein kaputt machen, oder? Ja. Das ist eigentlich. Ja, lass den Schrein dann den Außenposten. Ist ja beides in der Nähe. Ja. Okay. Dann mache ich eine Pfeife an. So, du musst wieder sagen zwischendurch, weil im Auto habe ich nur begrenzte Sicht, da kann ich nicht immer so rum. Warte mal, hier links ist was, siehst du das? Da brennt ein Baum, mehr auch nicht. Ja, das warte, hier ist ein Versorgungsdings, das müssen wir kaputt machen. Ja, das ist ein Fahrzeug. Schieß den Fahrer ab und dann in die Luft sprengen. Der Fahrer down. Habe ich den nicht getroffen? Ich spreng in die Luft, warte. Was? Fahrzeuge brauchst du immer zwei Granaten. Ja, hab's. Ich red mal kurz mit dem Dude. Da kommen Gegner den Berg runter. Oh mein Gott. Mates, ich bin behindert. Ich will mit diesem Dude reden. Oh, Junge. Simba, ich bin Simba. Hallo. Ich werde gerade hier von so einem Dude angegriffen. Die wird jetzt gerettet, Alter. Alles klar.
Warte, ich helfe kurz hoch. Wo bist du? Hä? Ach, ich warf dir drauf, mal. Hier ist sogar ein Bison, ein Alpha hier gespawnt. Ja, moin. Ist auch noch irgendein Tier. Nee. Ein Zivilist. So, ich rede kurz mit dem Typen, ne? Naja. Noch ein Außenposten. Noch ein Außenposten. Okay, dann fahren wir weiter. Hier sind noch Gegner links, ne? Ja, egal, fahr einfach. Das ist ein Flugzeug. Soll ich stehen bleiben oder weiterfahren? Nee, fahr einfach. Ich habe keine Waffe dafür. Okay. Und der ist im Fluchtkampf. Da ist noch einer von uns im Flugzeug drin. Oh, die ist der Geise, glaube ich. Ich bleibe jetzt extra überall stehen. Oder ich rede mit dem. Vielleicht hat er noch einen Außenposten für uns. Ach so, warte, dem kann ich helfen. Warte, den kann ich. Sehen wir, wenn mein Auto kann ich reparieren. Weil der ist liegen geblieben. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man dem hilft, aber. Noch ein Außenposten. Außenposten. Digga, läuft. So, dann weiter, ne? Oh, fahr, ja, fahr schnell! Ich kann nicht, das Auto ist kaputt, glaube ich. Ja, aussteigen, ich repariere. Gib mir Deckung. Schieß das Flugzeug ab, solange. Ich hab einen gehittet da drin. Achtung, weg. Hab keine Muni mehr für. Okay, steig ein, weg hier. Karabine. Steig ein, schnell. Vor uns ist hier ein Transporter, den wir kaputt machen müssen. Scheiße, das ist ein verkackter Transporter, Digga. Wir haben ein Flugzeug hinter uns. Also manchmal ist diese Verhalten. Ja, perfekt, der Transporter ist mitten uns rein. Wir fangen halt an. Stopp, warte. Okay, ich versuch diesen Transporter in die Luft zu sprengen, ne? Nein, nicht in die Luft sprengen. Das sind Geiseln drin, Junge. Nichts in die Luft sprengen. Lol. Das war ein Gefängnistransporter. Warte, der redet mit uns. Ja, willst du dich bitte beeilen? Ah, scheiße! Okay, komm. Wir haben noch einen scheiß Helikopter, wir können nicht wegen jedem Scheiß anhalten, wegen mit jedem Schwanz reden. So, ich zieh jetzt durch. Boah, er kommt wieder hinter, er ist wieder hinter uns. Ah, backe nicht so! Ich hab Fahrhilfe an. Hab ich überhaupt Panzerbrechen und Sohn ausgerüstet? Nee, weil ich keine mehr hab. Man kann Spang auf das Scheißding schießen. Wir werden sterben, er ist auf dem Run. Wir übrigens mit dem einen Typ mussten wir gerade reden, ne? Diesen Diamanten auf dem Kopf da, den mussten wir eigentlich reden. Okay. Der wird bei oben auf dem Radar angezeigt. Hier ist unser Transport, aber egal, ich hab keine Muni mehr, wir können jetzt Flugzeug nicht bekämpfen. Auch kaum noch Muni, nur noch für Piste. Auto, willst du bitte nicht anhalten und einfach weiterfahren, bitte? Kannst du bitte diese Scheiße. Kannst du bitte diese Fahrhilfe ausmachen? Das ist nicht produktiv, wenn wir eine Fahrhilfe anhaben und ein Helikopter hinterher fliegt. Flugzeug meine ich. Ja. Fliegst genau drauf. Rechts ist irgendwas, da müssen wir gleich nochmal hin. Ja, aussteigen. Hoch. Ich glaub, Autos. Autos kaputt. Wir müssen zu Fuß weiter. Ich habe keinen Bock, das Scheiß nochmal zu reparieren. Ja, okay, komm. Ich sag, das ist die Fahrhilfe, weil du kannst mit Fahrhilfe diesem scheiß Flugzeug nicht ausweichen, weil er dann einfach fährt wie Scheiße, weißt du? Ja, okay. Der fährt halt die Linie noch. Das sind eh noch 80 Meter. Ja, aber wir haben ein Flugzeug hinter uns. Über uns. Okay, warte, lass mal, dass wir nicht schießen müssen. Auf.
Perfekt. Warum ist der da ausgestanden? Warum ist er auch aufgestanden, Alter? Ey, guck mal! Komm wieder. Ey, komm mal her! Was denn? Komm mal zu mir. Siehst du, das, guck mal, das Bild, das bin ich. Bist du das? Also bei mir bin ich das. Bei mir bin halt ich das, ne? Ja, okay. Was sind wir halt auf jeden Fall da drauf? So, hab ich jetzt Muni? Ja, ich hab perfekt. Boah, ich hab's. Ist hier noch irgendwas sonst? Nee. Aua! Peaches is gone. Ja, okay, warte. Wo? Ja, an dem scheiß Schrein, Junge. Dieses Flugzeug, ne? Ich hab halt nichts, damit ich das irgendwie... So, was ist das, was ich gemeint hab, Alter? Ja, was hast du markiert? Da war irgendwas gewesen, wo wir dran vorbeigefahren sind. Da wollte ich mal ganz kurz gucken, was genau das ist. Na, besser ist es. Moment. Was denn? Ah, das ist ein gegnerischer Puma! Was? Hä? Ich raff grad gar nichts. Was ist denn passiert? Ey, hier ist ein Gegner! Ich laufe mal ein bisschen weiter, ne? Hier ist ein Dings hier, hier ist ein Hirsch. Oh, hier ist Fate! Alpha Hirsch. Wo? Ja, bei mir. Hab sie gekillt. Also hab den Headshot gegeben, Digga. Oh, Junge, du hast grad was, Alter! Hier ist das, was ich meine. Hier ist das. Oh Junge, da ist gerade einfach ein Puma durch die Gegend geflogen. Ich hab's nicht gesehen. Da wäre zum Glück auf seiner Aufnahme drauf. Ist so, ist so. Ey, da ist ein Wespennest. Oh, hier ist das Ding. Bitte gönn. Wir müssen die Peggys im Auge behalten. Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Schön für dich. Na, eigentlich gibt man kein Geld aus. Ich hole dir erstmal Geld. Es ist jetzt irgendwas in der Schwefelmine auf jeden Fall, ne? Der hat davon ja was gelabert. Okay. Sag mal. Wollen wir dann gleich mal weiter gucken, was ich hier noch gesehen habe und dann den Außenposten da befreien? Ja. Aber ich würde sagen, auch dies tun wir dann in der nächsten Folge, ne? Und das können wir tun. Okay. Dann. Wo bist du denn? Ich stehe auf dem Stein. Oh. Siehst du da, ob da irgendwas ist, wo ich gepinkt habe? Wo du gepinkt hast? Nö, da ist nichts. Naja. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Yes. Und yes, dann yes. Sehen wir uns bei der nächsten Folge. In der nächsten Folge, genau. Far Cry 5. Genau, so sieht's aus. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.